Ja, das Wichtigste ist in erster Linie mal, dass du die Einsicht hast, dass du vielleicht zu viel online bist und dass dir der Konsum vielleicht auf Dauer nicht so gut tut. Und dann kannst du probieren, dort dran zu arbeiten. Da musst du, denke ich mal, sehr viel Willen zeigen, weil du musst dir vielleicht Regeln setzen. Eine Regel könnte sein, maximal eine Stunde am Tag. Und ja, sich eine Regel zu halten, kann nicht immer einfach sein. Aber es kann dir wieder neue Freiheiten geben. Weil du hast dadurch natürlich wieder mehr Platz für anderes, indem du deinen Konsum reduzierst. Also ein Hilfsmittel kann auch sein, dass du dir jetzt mal, wenn du zum Beispiel wenn du aufs Handy schauen willst und irgendetwas machen willst auf dem Handy oder wenn du online gehst, dass du dich davor vielleicht bewusst fragst, warum gehe ich jetzt eigentlich online? Also was möchte ich jetzt genau und warum genau jetzt? Und was könnte ich stattdessen tun? Wenn du dir die Frage stellst, dann merkst du, dass es jetzt vielleicht gar nicht nötig ist, dass du online gehst, sondern dass du vielleicht nur aus Zeitvertrieb online gehst oder vielleicht auch ja, so aus Gewohnheit. Oft ist es so ein Automatismus, man nimmt automatisch das Handy führen, wenn man gerade mal langweilig ist. Und damit du den Automatismus unterbinden kannst, kannst du dir mit diesen drei Fragen helfen, indem du ja, aus dieser automatischen Handlung rauskommst.